Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Formel 1 2017, beziehungsweise zu unserer ersten Formel 1 Folge 2017. Nachdem wir letzte Saison so verkackt haben, haben wir uns gedacht, wir werden wieder zusammen eine Saison spielen. Der gute Grunt Co. ist natürlich auch mit dabei. Und ich mache mich bereit, damit es dann auch losgehen kann. Ich spiele mittlerweile mit dem Lenkrad, der gute Grunt Co. mit seinem Controller noch. Wir werden mal gucken, wie sich das entwickelt. Unser erstes Rennen ist auch in Australien, sehe ich gerade. Ausgewogenen Reifen. Ich glaube, das hat so eine langgezogene Gerade, die so ein bisschen schwierig zu handeln ist, wenn man dann ganz harsch links einziehen muss. Ich bin gespannt. Wir haben ein bisschen was rumgefummelt. Bremsassistent ist niedrig, sodass wir ein bisschen mehr selber bremsen müssen. Wir sind jetzt ja nicht die Pro-Cracker, die selber mit Schalten und so weiter und so fort. Damit kommen wir einfach nicht klar. Deswegen 68er Schwierigkeitsgrad sind die KI-Gegner. Das sollte hoffentlich reichen. Ja, schauen wir mal. Denke ich doch. So, Benzinlast. Ja, mach einfach irgendwas. Müssen wir jetzt die 20 Minuten hier, 20 Sekunden hier noch warten? Nee, du musst nur auf Bereit gehen und da auswählen und dann geht's los. Dann also zur Strecke muss man irgendwie. Ich weiß nur nicht, welche Taste. Okay, ich glaube, das hast du so auf jeden Fall gedrückt. Ja. Ich komme mit den Tasten hier nicht so klar, weil die mir auch nicht angezeigt werden. Oh, fuck. So, wir gehen natürlich hier erstmal ins Qualifying rein. Das ist jetzt, ich muss mich jetzt ein bisschen mit dem Lenkrad wieder einfummeln. Oh, die Sonne steht ganz blöd. Ja, und die Sonne steht wirklich ganz beschissen. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, dass wir hier. Da habe ich schon die erste Kurve eigentlich verkackt. Das wird mich sehr weit nach hinten bringen. Mit dem Lenkrad ist das noch gar nicht so einfach. Manchmal klappt das jetzt gut. Man muss ja so. Ich bin auch gerade nicht gut unterwegs. Gesundes Mittelmaß finden, ohne dass die Räder gleich hier sterben und kaputt gehen. Und ach, also ein Scheiß irgendwie. So, dann geht das hier in die Kurve. Ihr seht schon, ich bremse relativ früh aktuell. Ich kann ja mit den Reifen noch nicht schaden. Jetzt bin ich in der langgezogenen Geraden. Da bin ich auch gerade. Kommt in diese eklige Links-Rechts-Schikane rein, ja. Die ist wirklich übel. Da muss man kurz gucken, wie man die nimmt. Vor allem, wenn du nicht ganz weit außen fährst, passt schon am Rand, dann hast du Probleme beim Einfahren. Ich hoffe ja, dass unser Rennen nicht bei niedriger Sonne stattfindet, weil sonst muss ich mir ja echt noch aus dem Regal noch eine Sonnenbrille holen. So, also mal, ich werde von Startplatz 20 starten, so wie es aussieht. Schnellste. So, ich bin drin. Fernando Alonso war früher drin als ich. Und hab Startplatz 20. So, ich werde das Feld also von hinten ein bisschen aufräumen. Mehr oder weniger, wir gucken, ob das so klappt. Das besagt aber auch, dass wir die Schwierigkeit, glaube ich, ganz gut eingestellt haben. Das sehen wir dann einfach mal. Ich muss mich ja auch mit dieser Fahrhilfe noch ein bisschen abfinden. Die ist ja jetzt niedriger gestellt worden. Genau, also persönlich finde ich das ganz gut, weil die KI sehr häufig zu stark abgebremst hat, meiner Meinung nach. Aber ich weiß nicht, ob die KI damit betroffen ist, wenn man das macht. Nee, nicht. Ich meine, wenn du selbst diese Bremshilfe hattest, dass die Bremshilfe sehr früh abgebremst hat. Ja, das stimmt. Und so automatisch reingegangen ist. Muss von meiner Aufnahme auf jeden Fall den Sound leiser drehen. wir werden das schon so nehmen und das Rennen starten. Was soll's? Ich kann das jetzt direkt schon machen. Audio-Lautstärke. Ich weiß gar nicht mehr, wo meine Kupplung war, ehrlich gesagt. So. Rennstrategie, 2 Boxenstops, 15 Runden. Ah, wird uns 20 Minuten beschäftigen. Ja, wir starten das Rennen. Ich hoffe, das ist mein richtiger Griff für die Kupplung, sonst habe ich hier gleich ein Problem. Aber das sieht gut aus. Ja, gut gestartet. Die knallen sich natürlich gleich hier in der ersten Kurve ordentlich einen weg. Da wollen wir jetzt vorsichtig mal reingehen, ohne dass wir hier Probleme kriegen. Also gut, ja. Jetzt konzentrieren wir uns auf den Rest des Rennens. Und die Sonne hängt wirklich sehr niedrig. Oh, gefährliche Nummer. Ja. Nach
außen gedrängelt. Das finde ich nicht persönlich so witzig. Oh, hab einen Frontflügel verloren. Nein. Jetzt schon. Unglücklich. Und die Sonne hängt nicht so niedrig, ne? Das hätte ich nicht gedacht, ey. Änderung bestätigt. Ja, mit der Boxenkasse, wenn ihr den guten Grunge-Körper mal zwischenzeitlich reden hört, kennen die Profis natürlich, mit der Boxenkasse Gasse kann man übers Mikro sprechen. Man muss halt noch einmal kurz eine Taste da drücken, um die anzufunken. Halt die gerade so ein bisschen hinter mir auf, also. Warum haben eigentlich Rennfahrzeuge keine Scheinwerfer, weißt du? Die Rennstrecke ist so niedrig, so dunkel werde ich nicht unbedingt. Da fahre ich mal rein, ne? Oh. Hey, Box. Wir passen die Strategie an. Komm diese Runde nicht in die Box, ich bin gerade drin. Zu spät, Alter. Sieh zu, dass du da rauskommst. Wir wechseln jetzt erstmal den Frontflügel. Ja, ich komme einfach hinterher und dann muss ich warten. Musste ich anstellen. Ah, ärgerlich. Gleich am Anfang immer diese Frontflügel zu verlieren. Ja, das ist auch echt ärgerlich. Die müssen da war ich zu nah hinter dem. Ich habe schon immer sicherheitsgebremst, deswegen bin ich auch so gut durch die ersten Kurven gekommen, aber... Ja, schauen wir uns mal den guten Grunge-Kurve von hinten an und dann komme ich doch gleich rangeschwuppt. Krieg auch gleich einen Reifenwechsel, oder was? Ja, ich bin jetzt auch auf die Soft-Linie gestiegen. Doch, ich krieg jetzt echt einen Reifenwechsel reingeteilt. So, ich muss es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Alles klar. So, und raus. Ja, und dann machen wir doch das erste Rennen schon. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Jetzt mal von hinten das Feld aufräumen. Ja, wenn das auch erstmal die Reifen heiß werden. Also warm am besten. Bin super gut durch die Kurven gekommen. Mit den KIs auch. Aber an einer hab da einfach zu schnell gebremst, da konnte ich nicht mehr mitbremsen. Das ist natürlich, vielleicht spielt uns das ja so ein bisschen in die Karten, dass wir jetzt schon den Boxfahrerflügel auch wechseln müssen, wenn die anderen Fahrzeuge dann irgendwann mal in die Box reinfahren. Mit etwas Glück haben wir jetzt die Boxenstrategie so ausgelegt bekommen, dass wir die beim nächsten Boxenstopp einholen werden. Und dann müssen wir halt hart von hinten aufholen. Ja, es ist nur das große Problem bei der KI, wenn sie dann entsprechend bremst, bremst sie sehr, sehr frühzeitig. Ja, und das ist leider ein bisschen... Das muss man erstmal einschätzen wissen, denn wenn man dann einfach drauf fährt, wenn einer hinten einen drauf fährt, ist das nicht schlimm. Aber wenn man selber jemanden drauf fährt. Dann ist das blöd. Also kannst du lieber jemanden ausbremsen hinter dir, als dass du irgendjemanden reinfährst. Genau. Weil du kriegst meistens durch jemanden, wenn hinten reinfährt, keinen Schaden. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Ein Heckflügel ist mir noch nie abgeflogen, dadurch, dass mir jemand reingedonnert ist. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Wir ziehen natürlich unsere Runden jetzt hier so ein bisschen alleine. Das macht aber nichts. Das ist ja auch alles hier übrig. Ich finde die Rennstrecke einfach bei den Wetter zu dunkel. Lass mal gucken, wie es zur Rennstrecke einfach ein bisschen besser ist. Und Vettel ist schnell gefahren. Ich muss hier noch ein bisschen mit meinem Gaspedal und Bremse klarkommen. So, gucken wir mal, welche Zeit ich jetzt gefahren bin. Ich die schnellste Runde reingerotzt. Nicht schlecht. Wir sind, bevor wir jetzt hier die Aufnahme gestartet haben, sind wir letztes Mal probeweise eine Runde gefahren. Da war das ganz witzig, da haben wir uns mit den schnellsten Runden immer abgewechselt. Oh ja, das war auch so.
haben wir uns quasi Battle gegeben, wer die schnellste Runde zum Schluss hat. War witzig. Außerdem müssen wir ja auch erstmal wieder reinkommen hier. Ja, die erste Trainingsfahrten haben wir absolviert. Schon wieder gleich raus. Aber es ist nicht ganz so einfach. Weil die KI ist halt immer noch, wie sie ist. Also sie ist jetzt nicht schlechter geworden oder sowas, aber... Benzinplan, Ziel eingehalten, alles klar. Ich habe ein bisschen Überreserve. Die kann ich gleich vielleicht mal einsetzen, wenn die anderen in die Box gehen. Ich rutsche hier gerade wieder von Kurve zu Kurve. Ja, wir haben uns als Teamkollegen jetzt nochmal eine schnelle Runde reingerotzt. Wir haben uns jetzt als Teamkollegen reingemacht, weil es dann halt auch von der Boxenstrategie insgesamt eigentlich ein bisschen spannender ist, obwohl ich sehe das Feld. Ja, er hat mir gerade gesagt, dass du einfach mal 21 Sekunden vorne bist. Dass ich da bin. Oh. Ja, weil du, weil du dich lange anstellen musstest quasi. Direkt. Ja, weil die Boxenstrategie dann einfach besser ist, also die interessanter ist in dem Sinne, dass wir uns halt auch absprechen müssen, wann wir in die Box gehen. Ansonsten könnten wir einfach in die Box gehen, wenn wir in die Box gehen wollen. Bringt aber noch eine zusätzliche taktische Komponente mit rein, die jetzt quasi auch hinfällig war mit den... Jetzt habe ich hart verloren. Oh nein! Bitte nicht Gott. Gegen jemand. Okay, bin nochmal gegen die Wand geklatscht. So, das war's dann wieder mit dem Frontflügel. War's dann für mich? Ich muss wieder in die Box. Ja, das war's dann mit rankommen. Jetzt habe ich meinen kompletten Frontflügel verloren. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 29,3 Sekunden. Ja, es wird dann also ein sehr klassisches Rennen, so wie früher. Immer hinterherfahren. Der Benzinstand sieht super aus. Du hast ihn gut im Griff. Kurz unkonzentriert gewesen und dann gegen die Bande geklatscht. Oder beziehungsweise aufs Gras gekommen und dann weggerutscht. Oh, man darf auch nicht ewig auf der Bremse stehen. Du rutscht einfach weg. Leute, ihr müsst einfach mal mehr Frontflügel einpacken bei uns. Auf jeden Fall. So, Grunschko kommt raus. Ich fahre an ihm vorbei. Ich komme jetzt nochmal auf den Supersoften raus. Genau, du fährst vorbei. Ach, wie ärgerlich. Gerade als ich am Feld dran war. Also, was heißt dran? Ich hab's noch ein bisschen, war noch ein bisschen entfernt, aber jetzt ist ja schon der erste fast wieder hinter mir. Vor dir ist einer der Haas-Fahrer. Direkt vor mir ist einer der Haarfahrer. Oh. Safety Car. Geschwindigkeit sofort. Safety Car. Positives Delta halten. Okay, langsamer werden. Langsamer werden. Dein Warum? Delta ist negativ. Du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Damit wir das Delta halten. Ja, das ist ja auch kacke. Das sind einer der neuen Regeln irgendwie, oder? Ja, du musst halt dein Delta immer halten, ne? Also du darfst nicht zu schnell werden, du musst den Abstand halten. Dann darf ein Unfall bitte passiert. Keine Ahnung. VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen. Okay, da steht einer in der Kurve. Ja, den sehe ich auch. Was? Ich habe eine Durchfahrtsstrafe bekommen? Sowas zu schnell gewesen, ne? Ja, ich war beim Ende der Game-Flagge nicht im grünen Gelder, sondern ich bin gerade rausgekommen. Alter, das ist ja wieder richtig gute Runde für mich, ne? Ja, der Saisonstart ist wieder richtig. Der Saisonstart ist wieder perfekt. Hm.
Mann. Rutsch ganz schön. Oh, das war ganz schön. Okay, der Wagen vor dir fährt jetzt mit super weichen Reifen. Wagen vor dir ist jetzt auf super weichen Reifen unterwegs. Alter, das sind Informationen, die mich nicht interessieren. Dass der Wagen vor mir mit super weichen Reifen unterwegs ist. Ich sehe ihn nicht. Du kannst mir sagen, wenn der Wagen vor mir brennt oder sowas. Wenn er brennt. Oder irgendwo gegenfährt. Ja. Oh, da war ich nur ein bisschen drüber, ne? Weil ich gerade mal ein bisschen schneller war, dann hat diese Phase geendet. Ja, Durchfahrtsstrafe. Okay. Ja, manchmal ist man der Baum. Manchmal ist man der Baum. Ja, aber ich bin da guter Dinge. Oh, fuck. Dass wir das F1-Team hier noch an die Spitze bringen werden. Ja, ist. Du hast mich ja jetzt auch schon wieder fast. Ja, aber ich werde jetzt eben kurz meine Durchfahrtsstrafe angehen. Das. Mann, wie ich mich ärgere, ey. Halt im grünen Bereich. Oh. Jetzt können wir aber mit diesem Durchfahrtsscheiß aufhören hier. Können wir mal richtig fahren. Ich meine, jetzt habe ich noch 7 Runden, da wird nichts passieren, aber. Nee. Also du wirst nochmal an mich rankommen, das denke ich auf jeden Fall. Vor allem, wenn ich so weiterfahre wie ein Irrer hier. Oh, Mann, ne? Also ich finde, man rutscht viel mehr in den Kurven mit dieser Hilfe, die man dann noch geringer gemacht hat. Das ist aber eigentlich Traktionskontrolle. Ich rutsche eigentlich so gut wie kaum. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 32,7 Sekunden. Ja, 32,7 Sekunden Vorsprung Abstand zum Vordermann ist einfach schon eine Hausnummer für sich. Fahrer vor mir. Mach nicht sowas. 18. Muss mal rausfinden, welche Taste das ist, um mit meiner Box zu quatschen. Also bei mir ist es ja LB. Ja, ich habe hier die Taste 4, wird mir, glaube ich, angesagt. Du hast ja dann sozusagen, aber man macht das in der Geraden und nicht in der Kurve. Da kannst du ja rechts unten stehen. Fahrer vor mir. Wir erwarten momentan keinen Regen. Das ist sehr schön. Fahrer vor mir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 35,9 Sekunden. Okay, 35,9 Sekunden. Vier Zehntel auf. Sie fahren mit neuen Superweichen. Ja, ich sehe das Feld hinter mir auch. Zeit lag bei 1 Minute 35,9. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich nicht so gut in die Kurve komme. Naja, was soll's. Wir nehmen das als Übung für die Saison. Ja, das erste Rennen ist jetzt natürlich doof gelaufen, aber ich denke, das wird sich auch wieder akklimatisieren, wenn wir dann entsprechend weiter sind in der Saison. In den Rasen, jawohl. Oh, und nein, leck mich am Arsch. Alles in Ordnung? Na, bist du echt rausgerutscht? Oh, Alter, nee. So, wir gucken einfach dann nochmal ein bisschen den guten Grunge-Code zu. Ich will mit euch die erste Runde oder die erste Session war einfach nix. Die war von Anfang an verhext. So, wir können mal gucken, dass wir hier mal. Na, no, kannst theoretisch mit zugucken. Vielleicht die Kamera so ein bisschen wechseln. Das muss ich mal so ein bisschen switchen. Da, guck mal, hier geht er runter. Dann switch mal auf dem Grunge Co. Und guck mal so ein bisschen zu. In der Außenansicht ist das für euch auch ein bisschen angenehmer zum Gucken. Wir haben gar keine Sponsoren, Alter. Das ist ja noch viel schlimmer. Was hat der?
Wir haben gar keine Sponsoren, du bist komplett weiß am Rand. Nein. Deswegen sind wir auch so schlecht, glaube ich. Und nur deswegen. Also, guck mal. Boah, hat Alonso mal eine Runde geknackt, ey. Tja. Guck mal, Onboard bei Grunchko. Bei mir sieht das mit dem Lenkrad immer ein bisschen hackelig aus, weil ich immer halt drücke. Ein bisschen. Wenn ich drücke, dann reagiert er halt auch das Lenkrad direkt. Zack, rein in die Kurve, da ist er wieder. Können wir ansonsten gucken, was haben wir noch? Hier haben wir nochmal vielleicht ein kleines Battle. Von, jetzt muss ich raten, von, was ist das, Renault, glaube ich. TV-Kamera, die Übertragung, jawohl, Abstand. Ja, das ist jetzt nicht so spannend. Richtig spannend könnte es werden. Wenn ich jetzt hier mal hochseppe. Nico Hülkenberg. Ja, da seht ihr es doch schon. Ja, sehr schön. Da wird sich ordentlich gefetzt. Sehr schön gemacht mittlerweile mit dem Kameratypen. Ja, wir können hier den IMA ausblenden, dann könnt ihr noch ein bisschen gucken. Es gibt inzwischen ja auch schon Action-Kameras und so weiter und so fort, die das ganze Renngeschehen so ein bisschen halt wie im Live-TV einfangen. Das ist schon ganz schön. Also was sie sich halt grafisch haben einfallen lassen, beziehungsweise auch atmosphärisch, ist schon auf jeden Fall ein Tacken besser als das, was sie in den Vorjahren geleistet haben. Da können sie auch gerne dran anknüpfen. Da bin ich, meine Wenigkeit, in der Box. Und der gute Grunchko immer noch alleine unterwegs. Ja, die Folge wird ansonsten immer ein bisschen länger. Also, ihr seht schon, wir sind jetzt locker über die 20 Minuten weg. Ja, das lässt sich bei den Rennspielen dann leider nicht ändern. Vor mir fährt einer. Er fährt langsam, der hat Probleme. Ja, der war fast weg gerade. Massa hat anscheinend Probleme. Wir können ja mal gucken, dass wir mal. Ja, der tuckert nur noch. Der hört sich nicht so gesund an vom Motor her. Hat er seinen Motor überlastet? Wie viele Runden sind das ansonsten jetzt noch? Kann gerade nicht gucken. Runde 13 von 12 von 15. Immer in den Kurven hier ein bisschen aufpassen, die so lang an der Wand lang gehen, dass ich da nicht zu wenig einhake. Ja, und auch die Kamera wackelt. Wenn man schon ganz nah an der Kamera vorbeifährt, das ist auch ganz cool. Ja, atmosphärisch haben sie wirklich ein bisschen nochmal draufgelegt. Das ist ganz interessant. Und da nochmal, hier gab es gerade einen Wechsel und sie kloppen sich da ordentlich. Ja, von innen. Ja, sie sind sich da noch nicht so einig. Da wirklich Spitze an Spitze fahren die. Engelkiste. 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 So, da ist derjenige mit dem Motorschaden. Entweder ist es noch der zweite oder. Vielleicht hast du noch Glück, dass du aufholst, weil vor dir ist einer mit Motorschaden noch. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt. Nee, wo ist denn der Motorschaden jetzt? 13 von 15. Vielleicht haben die sich auch gekebbelt und da ist was abgefallen. Also es gibt keinen langsamen mehr aktuell. Ja, da ist tatsächlich wieder einer sehr langsam unterwegs. Genau auf der beschissenen Kurvenbahn. Er geht beiseite. Aber Mann.
Wir haben doch die blauen Flaggen angezeigt bekommen. Oder war das immer noch Massa? Ja, das ist immer noch Massa. Geht er hier so seine Runden bis zum Schluss, oder? Ah ne, hier ist erst die Kurveneinfahrt, der hat nur so lange gebraucht. Okay, ja, die Boxeneinfahrt, nein, natürlich nicht die Kurveneinfahrt. Da sagen meine Reifen, die sehen gut aus. Ja. Kein Start nach Maß, aber... Immerhin, wa? Das Rennen zu Ende gebracht. Weil nochmal den Tag nicht von den Armen holen, ne? Ja, das stimmt voll. Oh, da hat's nochmal gekracht. Oha. Nee, das ist immer noch Massa, aber ich glaube, irgendeiner ist reingerauscht. Muss ich deine Aufnahme nachher ansehen, ey. Massa könnte ja eigentlich auch mal in die Box fahren und nicht zu Ende fahren. Jawohl, dankeschön fürs in die Box fahren. Das wäre schon cool, wenn er in die Box fährt. Er hat einen Klappen vorne links. Achso. Deswegen geht nichts mehr. Ein Reifen zu überansprucht anscheinend. Ja, das geht so aus. So, Grunge kauft seine letzten Züge. Ja. Ey, mal Kameramann vorbeisausen. Darf meine Runden zu Ende fahren. Und dann geht er dann auch gleich auf die Zielgerade. Für die letzte Runde. Zack. Und einmal. Eine Runde noch. Eine Runde noch? Ja, also. Da hängst du aber ganz schön mit deiner. Jetzt. Letzte Runde. Ja, dann gucken wir dir jetzt einfach mal zu. Ein paar kloppen sich da scheinbar noch hier in der letzten Runde. Da vor mir ist tatsächlich noch einer. Aber. Weit, weit weg. Nein, kriege ich nicht mehr. So, was gibt's noch so Schönes? Guck mal hier durch. Nö, da nicht. Da kannst du mal nicht interessant werden. Nicht interessant werden. Nee, alles gut. Nichts mehr, wo sich jetzt gekabbelt wird irgendwie. Hier kannst du mal lustig werden. Kimi Räikkönen und Fernando Alonso. Das ist vorbei. Ah, ich glaube, Massa war vor mir. Den ich gesehen habe als grauen Punkt auf der Karte. Jetzt geht's einfach rein ins Ziel für alle Mann. Wir setzen runter zu Grunchko, der auch die letzten Kurven jetzt hier mitnimmt. La 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 la. La 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 la. Life is life. So, das war's dann auch. Ja, kein erfolgreicher Start, wie wir schon gesagt haben. Wir wollen uns natürlich verbessern und gucken, dass wir hier irgendwie was in der Zukunft auf die Ketten kriegen. So, er zeigt trotzdem den Finger hoch, auch wenn er als letzter ins Ziel kommt, ist in Ordnung. Ich kann als letzter. Machen. Freudig. Wasser ist hinter mir. Woo! Wir verabschieden uns von euch, sagen danke, Tschüssikowski, wenn ihr Tipps, Infos, was auch immer habt, Daumen, Abos, wir sind über alles glücklich. Wir sagen Tschüssikowski, bis zum nächsten Rennen und auf Wiedersehen. Ciao.